Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines Mass Transit hier bei Heisenberg Zockt. Ja, wir sind hier an unserem neuen Damm mit den Palmen und da hinten das Empire State Building. Ich muss sagen, mir gefällt das sowas von 10.000 Mal besser wie mit diesen riesen Molochen, welche wir vorher hier hatten. Und ja, Überschwemmungen haben wir nämlich auch keine. Also das Ganze hat nicht nur einen optischen Vorteil, sondern auch noch einen praktischen Nutzen. Nämlich, die Leute hier bekommen keine nassen Füße. Das ist ja auch schon mal schön. Gut, jetzt, haha, Straßenbahnzeit. Jetzt machen wir eine Straßenbahn. Jetzt muss ich mal gucken, das habe ich auch schon länger nicht mehr gemacht. Die Straßenbahn haben wir hier. Was haben wir hier? Zweispurige Straße mit Straßenbahngleisen. Jawohl, das ist hier die Breite. Ich würde sagen, wir müssen uns mal überlegen, primär, wo wir die haben wollen. Hier hinten in der Industrie, naja, bringt dann doch nicht viel. Hier oben, hier, das wäre was, so in diesem eher alten Bereich. Dass wir hier lang gehen, hier rüber und vielleicht noch hier runter und hier rüber, dass wir den Bereich noch... Moment. Wir haben hier noch ein Fußballstadion, das wäre natürlich auch nett, wenn die noch hier lang fahren würde. Kommt die denn irgendwie rüber nachher? Da müssen wir irgendwie hier so außen rum, hier rüber... Hier wieder runter. Das gibt einen riesen Umweg. Aber wisst ihr, was wir natürlich auch machen könnten? Hier irgendwie noch eine Straße raufziehen. Machen wir mal. Und zwar gleich mal eine mit Straßenbahngleisen. Das wäre definitiv die hier. Wenn wir hier so rausgehen, dann können wir da sogar noch ein bisschen bauen. Okay, hier rüber. Und dann vielleicht hier rein. Jetzt müssen wir mal schauen. Kommen wir hier irgendwie in irgendeiner Form darauf? Sieht im Moment nicht so... Okay, das machen wir doch glatt. Halt, kein Bau auf Wasser. Schnell bauen, bevor da das Wasser kommt. Ja, kann man so machen. Ist ein bisschen verwurstelt. Jetzt kommt das Wasser, weil ich da eine Straße baue. Tut mir das nicht an. Jetzt hatten wir gerade schön Ruhe hier vor dem Wasser. Jetzt kommt's wieder. Okay, und hier habe ich den Strom gekappt. Das scheint die aber nicht groß zu interessieren. Da hinten auch nicht. Die haben ja da oben jetzt ihr Solarteil. Dann können wir den Gelumpe hier eh gleich mal wegnehmen. Nicht den Gelumpe, sondern das Gelumpe, wenn schon. Na, zack, weg. Ja, ich würde sagen, wir lassen das. Das ist zwar, ich gebe zu, irgendwie ein bisschen krumm, aber okay. Dann würde ich gerne hier modifizieren. Geht das, wenn ich das so mache? Hier mit Achtung. Ja, dann gibt es nur so eine dünne Straße. Hier hätten wir die breitere. Gefälle zu steil. Aha, das würde funktionieren. Ja, aber bringt ja nichts. Wir müssen hier diesen Bereich auch mit Straßenbahngleisen haben. Soll ich das mal bauen und dann nochmal gucken, dass wir die Brücke halt nochmal neu machen? Ja, das ist irgendwie heiß. Aber ja, wir brauchen es. Also, wir machen es mal. Und das geht dann halt tatsächlich nicht. Das heißt, wir müssen hier diesen Bereich mal nochmal kappen mit den fliegenden Autos. Wir machen hier ein Päuschen. So, schnappen wir uns das nochmal. Dann geht's nämlich auch. Okay, dann hätten wir das hier. Ist das ein Straßenbahngleis? Moment, habe ich die richtige Straße erwischt? Ich glaube, ja. Doch, doch, das ist schon... Doch, doch, das ist ein Gleis. Doch, doch, ich sehe es. Gut, jetzt gucken. Kommen wir irgendwie wieder hier runter? Dass wir hier halt nicht mit ändern, sondern mit dem Teil hier. Dass wir irgendwie hier reinkommen. Vielleicht wieder so krumm hier rüber. Das geht jetzt nicht mehr. Deswegen hatten wir... Oh, so wird's gehen. Die Frage ist halt, macht das Sinn? Das gibt dann eine üble Kurve. Ich baue's mal. Ja, okay, ist eine... Ja, das ist doch eine ganz normale Kurve. Also eine Straßenbahn muss das bewältigen können. Hier, die Leute wissen auch nicht mehr, wo es lang geht, weil wir ihnen gerade die Brücke geklaut haben. Ich lasse mal laufen, wenn ich es hier treffe. So, dann... Dann können sich die hier auch wieder einkriegen. Also, jetzt haben wir hier ein Gleis. Und jetzt wollen wir, haben wir gesagt, hier rauf eigentlich nicht. Sondern eher hier oben durch und dann hier runter. Vor allem in diesen Bereich der Stadt. Das möchte ich. Und dann eben, ja, beim Fußballstadion sind wir. Das müssen wir aber auch noch entsprechend bauen. Und dann hier wahrscheinlich sogar wenden. Das ist auch nicht wirklich ideal. Ja, das müssen wir gucken. Wenn wir hier starten, hier rüber gehen... Dann würde ich hier lang. Also ich brauche die Straße. Und zwar wieder mit Änderung. Das soll hier runter gehen. Dann gehen wir doch gerne hier rauf. Hier rüber. Zack, zack.
prächtig, wie das überall funktioniert. So, und dann düsen wir hier oben durch. Das gefällt den Leuten nicht. Das ist noch interessant. Aber ein Krematorium vor der Hütte, das finden sie dann cool. Hier wohnen teilweise äußerst seltsame Menschen, muss ich sagen. Gut, hier gehen wir auch noch runter. Da sind dann die ganzen Bäumchen weg. Auch ein bisschen schade, aber okay. Sollen wir hier noch lang und so wieder zurück? Oder wie gehen wir zurück? Hier unten vielleicht, dann doch hier rüber. Das ist halt eine relativ lange Strecke. Wenn wir dann hier noch außen rum müssen, könnten wir hier lang, hier rauf und wären dann wieder hier. Wo müssen wir denn lang, wenn wir dahin wollen? Oh, hier, das ist ja auch ein interessantes Konstrukt. Ah, das ist aber der Bahnhof. Kommen wir hier lang? Moment. Nee, da kann ich nichts updaten. Dass wir hier durch den Bahnhof durchgedüst wären. Das ist eigentlich, ist das der Busbahnhof müsste? Nee, Blödsinn, da, Monorail. Hm, klappt nicht. Und hier hoch? Ja, wir gucken nachher. Wobei, man müsste es eben jetzt schon wissen. Wir müssen ja wissen, wo wir lang wollen. Das ist ein bisschen das Problem. Jetzt sind wir hier unten. Wenn wir hier noch zum Kanal hingehen, warum nicht? Da bräuchten wir aber die breitere Straße. Das wäre die hier. Zack. 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 Moment, gleich nochmal zack. Zack. Und dann wieder die dünnere Straße. Hier lang. Oh, das freut die Leute tatsächlich nicht. Okay, das kann ich jetzt nicht ändern, liebe Leute. Jetzt gibt es ja eine Straßenbahn. Da wird nicht gemurrt. Wem es nicht passt, der soll halt woanders hinziehen, wo es keine Straßenbahn hat. Machten die so viel Krach oder was kann man denn gegen eine Straßenbahn haben? Wüsste ich jetzt so aus dem Stegreif raus auch nicht. Also, eigentlich ist das da unsere Brücke. Wir könnten hier eigentlich zurück. Gehen wir hier hoch. Und dann haben wir das Ganze abgeschlossen. Da sieht man, da ist das Zeichen weg von der Straßenbahn. Was wir jetzt hier unten halt noch nicht haben. Eben, das ist der Anschluss zum Stadion. Aha, und das funktioniert nicht. Ort ist bereits belegt. Bist du was Spezielles? Nein. Das Stadion ist halt in dem Sinn was Spezielles. Das wäre aber schade. Wir müssen hier ja schon irgendwie nach hier hinten kommen. Da ist halt eine Bushaltestelle, aber das sollte uns eigentlich auch nicht stören. Kriege ich das nicht irgendwie geupdatet? Hier hinten geht's. Und hier geht's nicht. Sieht man, da ist das Stadion im Weg. Das wird markiert. Das ist natürlich eher doof. Wenn wir es dünner machen, das würde wahrscheinlich gehen. Ja, wir tun dann einfach den Leuten keinen Gefallen, die ins Stadion gehen, wenn die Straße hier plötzlich dünner ist. Aber ich würde sagen, wir testen es mal. Wir gehen mal hier lang. Und jetzt hier kommen wir einfach beim besten Willen dann nicht mehr in die Straße hier unten. Dann müssen wir hier wenden. Kann die Straßenbahn das? Ich würde mal sagen, ja, sie kann das. Wir testen es mal. Also, machen wir hier auch noch die Straßenbahn hin. Und dann hätten wir die Schienen. Jetzt müssen wir gucken, wie ging das gleich nochmal. Wahrscheinlich mit denen hier. Genau, dass man Haltestellen macht. Da hätten wir noch Einbahnstraßen und Co. Brauchen wir nicht, aber ein Straßenbahndepot. Ordentlich Lärmbelästigung. Schickt die Straßenbahn automatisch los. Okay. Dann müsste das einfach an der Straße sein, wo halt die Schiene lang führt. Das wäre irgendwo hier oben. Wisst ihr was? Wir stellen sie ein bisschen außerhalb hin und machen da noch eine Schiene hoch. Dann ist das Depot sozusagen außerhalb der Linie. So, okay. Strom werden sie wahrscheinlich keinen haben. Das macht ja aber nichts, wenn das ein bisschen außerhalb ist. Wichtig ist, nein, nicht Einbahnstraße. Wichtig ist, dass die Straßenbahn hier hinkommen können. Das funktioniert nicht. Ich brauche hier mein Straßenteil. Geht das? Jawohl, das geht. So, hier runter und hier rein. Und da geht's nicht. Ah, immer diese kleinen Dinger, die dann nicht gehen. Genau hier unten wäre unser Netz. Da müssen wir mal gucken. Kriegen wir hier das dünne Teil hin? Jawohl. So, und dann ist es abgeschlossen. Wenn auch hier mit dieser kleinen Verengung. Das ist dann, das nehmen wir halt so wie es ist. So, hier noch ein bisschen einzeichnen. Gut, also ihr macht das automatisch. Ihr braucht aber noch Wasser. Das kriegt ihr. Strom haben wir wahrscheinlich gerade knapp noch. Mal schnell gucken. Ja, im Strombereich drin. Huch, liegt's. Gut, also die Haltestellen. Zack. Ganz sicher hier unten beim Fußballstadion. Neue Linie hinzufügen. Müssen wir nicht erst die Haltestellen? Oder, nee, Moment, wie ging das? Ach so, ja, Moment, so. Und jetzt hier lang.
Dann halten wir mal in dem Bereich. Gehen hier rüber. Können wir hier oben nicht halten? Ne, das geht irgendwie nicht. Gut, dann halten wir hier. Gehen hier hoch. Zack. Ah, Blödsinn, da ist... Moment, wieder weg mit dir. Da ist das Depot, da müssen wir nicht hin, sondern wir müssen eigentlich hier lang. Genau. Ich denke mal, dass... Oh, das freut die Leute dann wieder. Was sie nicht gefreut hat, waren die Schienen. Aber eben, guck mal, die sind ja doch normal, die Leute. Die freuen sich dann doch, wenn hier eine Straßenbahn fährt. Das freut dann wiederum natürlich mich. So, hier unten noch lang. Dann geht das hier dem Kanal entlang. Mit ein paar schönen Haltestellen. Und hier wieder hoch. So, und hier rüber. Dann gibt es hier nochmal einen Halt. Und dann geht das hier zurück. So, zack. Zack. Dann haben wir die Haltestellen hier doppelt, da wo wir sie brauchen. Pfad nicht auffindbar? Was, wie, wo? Weil sie nicht drehen können wahrscheinlich. Oh Gott, okay, da müssen wir hier die Straße nochmal ein bisschen weiterziehen. Das hilft dann irgendwie auch nichts. Also, Straße weiterziehen. Das wäre die hier gewesen. So, mal bis nach hier vorn und jetzt mal gucken. Kriegen wir die jetzt angeschlossen, dass sie irgendwo wenden können? Oder muss das in sich geschlossen sein? Das wird dann eher schwierig. Wahrscheinlich muss das in sich geschlossen sein. Das hätte schon eine gewisse Logik, muss ich sagen. Haltestelle zum Verlegen klicken. Wenn wir jetzt hier noch... Nein, nicht neue Linie, Moment. Sondern hier lang. Dass wir hier anhalten und dann hier rübergehen. Pfad nicht auffindbar. Ah, irgendwie müssen die hier wenden können. Gut, wisst ihr was? Dann werden wir das ganz klassisch machen. Mit der Straße. Aber nicht mit ändern, sondern mit bauen. So, dass sie hier einfach wenden können. Da müssen halt die Fahrzeuge, die Häuser da weichen. Das ist dann so, zack. Okay, und hier noch rein. Geht wahrscheinlich genau nicht. Doch, geht. Wunderbar. So, jetzt müsste es eigentlich klappen. Ich brauche wieder meine Linie. Zack. Und jetzt hier hinten sind. Hier außen rum gehen. Haltestelle zum Verlegen. Nein, ich möchte jetzt eigentlich das Ganze abschließen. Wir nehmen das mal nochmal weg. Nehmen dich nochmal. Linie abschließen. Wunderbar. Und schon machen sie hier nämlich die Drehung. Bestens. Dann würde ich das mal so lassen. Jetzt haben wir einfach ein bisschen das Problem... Was man teilweise immer mal wieder hat. Ich hätte gerne auf beiden Seiten, dass die Straßenbahn anhält. Damit eben die Leute, die in die Richtung wollen, bedient werden. Genauso wie die, die in die andere Richtung wollen. Und jetzt aber gucken, wir haben das hier eigentlich schon. Wo machen wir denn jetzt diese zweite Linie hin? Dass das wirklich... Ach, das machen wir einfach von da an, wo wir es brauchen, würde ich mal sagen. Also wenn wir hier zum Beispiel starten... Ja, das kann man so machen. Dann führt die aber nicht zum Fußballstadion. Das müssen die Leute wissen. Da müssen sie dann je nachdem halt umsteigen. Moment. Ach, das ist die Bushaltestelle. Das funktioniert dann nicht wirklich. Man kann das nicht kombinieren, stelle ich gerade fest. Okay, hier geht's. Hier haben wir tatsächlich Bus und Tram wahrscheinlich. Oder ist das nur in der Farbe, weil wir gerade die Linie haben? Wahrscheinlich. Ja, das klang jetzt komplizierter, als es war. So, hier rauf, hier rüber. Dann hier halten. Hier halten ist nämlich doch noch eine relativ längere Strecke. Zack. Wo ist der nächste Halt? Hier vorne. Dann hier. Dann... Wo haben wir denn hier den nächsten? Moment, gucken. Da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts, da ist nichts. Hier vorne ist der nächste. Da, wo wir die Linie abschließen. Gut, jetzt haben wir überall das Ganze so, wie wir es haben wollen. Und guck mal, da kommen sie schon, die schönen Straßenbahnen. Ui, und das sind dann aber doch tatsächlich die modernen. Das ist aber keine Mod. Also, das ist tatsächlich vom Spiel, würde ich jetzt mal behaupten. Oder hat sich da wieder eine Mod reingeschlichen? Es gibt ja sehr viele verschiedene Straßenbahnen gemoddete, die man auch installieren kann. Und was wir jetzt hier mal noch machen, ist euch ein bisschen Hilfe geben, dahingehend, dass hier die Ampeln wegkommen. So, wir machen da aber trotzdem keinen Vortritt, denn die kommen hier nur vom Depot. So, machen wir so, halt. Und hier oben haben wir halt nochmal so ein Teil. Eben, die kommen nur vom Depot, da brauchen sie in dem Sinn keine Vorfahrt. Würde ich mal behaupten.
Hier kriegen sie sie. Hier oben nicht. So, und das... Boah, da kommt ja eine Armada daher. Heiliges bisschen. Okay, sollen wir hier auch noch? Ja, warum nicht? Hier fahren zwar dann nicht dauernd irgendwelche Tram rum, aber... Tja, wenn wir schon helfen können, machen wir das natürlich glatt. Da kommen sie in rauen Massen. Heiliges bisschen. Aber cool. Sieht nett aus. Und eben, das stimmt schon. So eine Stadt ohne Straßenbahn, das ist auch nicht wirklich ideal. Warum kommen denn hier tonnenweise Straßenbahnen? Ist das, weil es so eine lange Strecke ist? Und dann fahren können sie nicht. Ah, jetzt macht sich mal eine auf die Reise. So, und ihr ahnt es. Genau, wir steigen natürlich noch mit ein. Das ist der falsche Wagen. Ah, Moment, ich kann hier nach vorne. So, jetzt fahren wir hier mal mit. Man sieht so aber nichts von der Straßenbahn. Kann man das hier mir noch ändern? Nee. Müssen wir was von der Straßenbahn sehen? Oh, das zittert und macht und tut. Moment. Mal hier ausrichten. Cool. Aber warum das Ganze so zittert? Ich gehe mal nochmal raus. Das gefällt mir nicht. Mach mal kurz Pause. Damit ich hier die Straßenbahn schön erwische. Wo war sie? Irgendwo hier unten. Oh, schon hier vorne. Okay. Wenn ich jetzt hier auf Dingens gehe. Nochmal laufen lasse. Ja, jetzt zittert es zumindest nicht mehr. Aber wir haben gerade keine Vorfahrt. Ah, die Polizei. Ui, und hier. Da sieht man mal richtig die Wassermassen, die hier daherkommen. Hier links das Fußballstadion. Ah, schön. Danke für diese Idee mit dem Snowfall-DLC. Da wäre ich jetzt selber nicht drauf gekommen, weil ich ja keinen Schnee wollte. Ich wusste nicht, dass man das einfach auch so installieren kann. Eben, zum Beispiel wegen den Straßenbahnen. Und der Schnee aber nur auf entsprechenden Maps dann daher kommt sozusagen. Also hier wird kein Schnee kommen. Die Map ist nicht dafür gemacht. Aha, hier unsere Wendeschlaufe. Da möchte ich nachher noch ganz schnell gucken, ob wir hier oben nicht noch irgendwie Häuser hinstellen können. Ob wir da nicht mal was eingezeichnet haben. Denn der Bereich ist natürlich neu. So, hier haben wir wieder Ampeln. Das lassen wir mal für den Moment. Und ich würde gerne natürlich diese Straßenbahn noch ein bisschen ausbauen. Wir haben eine größere Stadt. Also ich würde schon dazu neigen, dass das dann noch ein bisschen eine weitere Strecke gibt. Und das Stadion da rechts, das ist halt schon auch sehr nett. So, wir müssen wieder warten. Das ist im echten Leben auch nicht anders. Vor allem, wenn dann wieder die Polizei noch daherkommt und irgendwie die Feuerwehr oder was das gerade war. Oben brettert die Seilbahn rüber. Ja, hier sind wir vorher runtergekommen. Da oben das Zauberschloss. Und hier die Bushaltestellen, da warten auch ordentlich Leute. Ah, das ist schon cool, dass man hier einfach mitfahren kann. Es macht schon Spaß. Also nicht nur bei der Straßenbahn, natürlich bei allen möglichen Sachen. Und wir haben hier eine eigene Spur, das ist auch sehr, sehr cool. Dann können wir nämlich fahren, ohne dass wir allzu viel warten müssen, hoffe ich. Da oben wird gebaut. Ja, eben, sie mögen ja die Straßenbahn eben doch. Sie mochten das Gebäude wahrscheinlich nicht, als wir die Schienen gelegt haben. So, weiter geht's. Ah, hier ist aber doch ordentlich Stau auf der linken Seite beim Gegenverkehr. Ja, die Straße ist zu dünn, aber eben, ich konnte ja nicht überall in Ruhe breite Straßen machen. Und ich behaupte jetzt einfach mal, so ist das in der Realität auch mit einer Straßenbahn. Also in einer großen, dicht besiedelten Stadt fährt die auch nicht problemfreier. So, hier können wir schön rüber. Ja, eben, geht doch. Cool, das könnte ich den ganzen Tag machen. Das ist wirklich einfach nur cool. So, hat wieder eine Haltestelle. Nehme ich mal an, interessante Häuser haben sie hier. So, mach hinne. Wer da einsteigt, soll sich hinsetzen und nicht noch lange rumkrakehlen, von wegen, ist zu teuer, wo fahren sie hin, müssen wir rechts, nein, wir müssen, wir mussten gerade einen Passanten überfahren. So, ja, die Busse fahren halt auch irgendwie mehr oder weniger hier lang, dann ist das ein bisschen Konkurrenz, aber die können sich unterstützen, die müssen ja nicht in Konkurrenz stehen, sondern die wirken unterstützend. Irgendwie ist es wie mit Autos spielen früher. Das hätte ich mir immer gewünscht. So eine relativ wirklich sehr cool aussehende Stadt. Und dann mit den Autos spielen, also mit diesen Spielzeugautos. Und sich dann irgendwann reinsetzen können. Klein werden.
dass man einfach ja, schrumpft und dann in die Autos reinpasst und mit diesen Autos durch die selber gebastelten Städte düsen kann. Ja, das sind so die Wunschträume eines Kindes. Heute weiß ich, dass das nicht geht, obwohl heute weiß ich, dass das geht. Man muss einfach so ein Spiel haben, wie das hier, City Skylines. So, wir warten aber doch irgendwie an den Haltestellen für meinen Geschmack zu lang. Also das muss speditiver gehen, dieses Ein- und Aussteigen. Da müssen wir wahrscheinlich die Anwohner noch ein bisschen trainieren. Dass das in Fleisch und Blut übergeht, dass hier im Hechtsprung bitte das Tram verlassen wird und dann zügig bitte das Einsteigen auch gleich stehenden Fußes folgt. Wir müssen in der Nacht dann mal noch hier durch, weil das ist so schön beleuchtet, das sieht man jetzt sogar am Tag hier mit diesen Werbeflächen. Das sieht bestimmt auch mehr als nur nett aus und ich möchte eben auch noch eine Straßenbahnstrecke haben, die am Empire State Building da im Süden unten beim Hafen eher, da sieht man es ja eh gerade, da lang geht. Irgendwie zum Hafen runter. Das machen wir dann demnächst natürlich auch noch. Ja, wird aber glaube ich sogar genutzt. Guck mal, die Leute, die da rechts durchrauschen, das kann gut sein, dass die gerade in der Straßenbahn drin waren und die gehen jetzt da zum Zeppelin. Ladedingens. Ich kann ja die Sicht drehen. Ich möchte noch nicht wieder, dass es zappelt. Irgendwie hat es vorher so komisch gezappelt, das Ganze. Aber jetzt zappelt nichts. Ja, aber es ist dafür. Aha, wieder anhalten. Ja, gut, dann machen wir das so, liebe Freunde. Ich würde sagen, ich speichere einfach hier und zu Beginn der nächsten Folge fahren wir hier gleich mal weiter. Das geht sonst zu lange. Ist doch noch ein bisschen hier rund und so weiter. Dem Kanal entlang. Dann fangen wir die nächste Folge gleich mal mit einer, ich mache mal Pause, gleich mal mit einer Straßenbahnfahrt an. So, und mit dem Bild hier, so, jetzt wieder laufen lassen, sage ich Tschüss, danke fürs Zusehen. So, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.